Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Annika und mag Eisenbahnen und gehe gern wandern. Heute bin ich am Achensee und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß! Türkisblau liegt er da, der größte See Tirols. Er liegt auf einer Höhe von knapp 930 Metern zwischen dem Karwendelgebirge im Westen und dem Rofangebirge auf der anderen Seite. Der Achensee ist ein Gebirgssee und hat eine Tiefe von bis zu 133 Metern. Das heißt aber auch, dass er recht kühl ist. Seine Temperatur liegt äußerst selten bei über 20 Grad. Der See ist 9,4 Kilometer lang und ca. 1 Kilometer breit. Der See wurde in der letzten Eiszeit durch Gletscher geschaffen und wird durch unterirdische Zuflüsse gespeist. Er ist also rund 20.000 Jahre alt. Das Wasser erneuert sich allerdings schon nach rund 1,9 Jahren. Es gibt seit 1927 auch einen unterirdischen Stollen zwischen Seespitz und dem Wasserkraftwerk Jenbach, wodurch der See zu einem natürlichen Wasserspeicher wurde. Am Rande des Achensees liegen einige Urlaubsorte bzw. Orte, an denen ihr tolle Wanderungen starten könnt. Seit 1887 könnt ihr den See auch per Schiff erkunden. Und um besser zum Schiff zu gelangen, wurde 1889 die Achenseebahn eröffnet. Der See liegt in einem Naturschutzgebiet, weshalb keine Motorboote erlaubt sind. Er soll bei Seglern sehr beliebt sein, weil der Wind sehr gleichmäßig ist. Der Achensee mit seinen umliegenden Ortschaften ist zu jeder Jahreszeit ein empfehlenswertes Reiseziel. Im Sommer zum Wandern und im Winter zum gemütlichen Skilaufen. Das war's mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, lasst trotzdem einen Daumen hoch da, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Ansonsten gibt es hier oben eine weitere Entdeckungsreise und hier unten ein Eisenbahnvideo. Je nachdem, was euch besser gefällt. Also dann genießt die Woche und entdeckt was Schönes.